Wenn ihr wissen wollt, was wir heute bauen, dann bleibt dabei! Taschen, Leute! Taschen! Heute haben wir uns vorgenommen, eine kleine Notunterkunft zu bauen. Und ja, wie machen wir das? Das erste, was wir gemacht haben, wir haben uns erstmal einen passenden Lagerplatz gesucht, so eine kleine Lichtung, mal geguckt, was da oben so rumhängt, dass wir nicht von Bäumen erschlagen werden. Das war Schritt Nummer 1. Und darauf folgt Schritt Nummer 2. Viel, viel Material rankarren. Ist aber kein Problem. Hier liegt extrem viel rum, haben wir schon geguckt. Gar kein Problem. Und dann? Dann wird gebaut. Wir fangen an mit dem Trapperbett, wo wir beide raufpassen. Soll eine Notunterkunft für zwei sein, weil wir sind ja auch immer zu zweit unterwegs. Und dann? Dann werden wir ganz einfach eine Schrägwand da hinzimmern, was uns dann vor Regen schützt. Ja, Regen, Wind. Ja, und wir versuchen das relativ zügig zu machen. Wir gucken mal auf die Uhr, wie lange wir brauchen und werden euch das dann berichten. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken. Los geht's! Auf geht's! Jetzt haben wir genügend Totholz gesammelt, unter anderem diese zwei fetten Hoshis hier, die wir fürs Trapperbett benutzen. Und ich würde mal sagen, damit können wir jetzt anfangen zu bauen. Also legen wir los, oder? Mir ist warm. Nur Sägenlinge reicht. Ein bisschen mehr als eine Säge. Wir haben jetzt quasi die Grundlage für unser Trapperbett zurechtgesägt. Das sind hier 8 Flöcke, die wir jetzt 4 an jeden Stamm quasi seitlich einschlagen. Dann kommen da ein paar Stangen drüber und dann steht das Trapperbett schon mal. Ja, dann lass uns das mal probieren. Let's go! Mal schön mittig hin. Die Plattform ist soweit fertig. Und jetzt haben wir uns so eine Astgabel rausgesucht. Und ja, dann bauen wir mal das Gestell erstmal auf. Mal gucken. Ja, damit der hintere auch gut schlafen kann und nicht irgendwie an der Schräge hängen bleibt, bauen wir das hinten auch ein bisschen höher, haben uns dazu ein paar Astgabeln oder Verkrüppelungsäste gesammelt und bauen das jetzt mal auf. Ist okay? Ja. Nein. Völlig gut. Die Dachkonstruktion ist jetzt soweit erstmal fertig und wir haben jetzt sogar schon die erste Seite, also die erste Teilseite mit Holz quasi verkleidet, dass da halt nicht mehr so viel Wind durchzieht. Und jetzt seht ihr gleich, wie wir die andere Seite zuzimmern. Was steht jetzt noch aus? Also in einer richtigen Notsituation würden wir jetzt natürlich noch das ganze Dach hier mit dem Ausschweifen vorhandenem Moos abdecken. Davon sehen wir jetzt einfach ab, da keine Notsituation vorherrscht und wir jetzt hier nicht unnötig quasi lebendes Moos aus der Erde reißen müssen. Das ist einfach nicht notwendig, deshalb haben wir das jetzt erstmal außen vor gelassen. Ihr seht ja auch, wie groß das ist, wie viel Moos man bräuchte. Genau. Wir wollen hier nicht eine ganze halbe Landschaft wegreißen, das ist scheiße, das bringt nichts. Machen wir jetzt nicht. Summa summarum hat mir das ganze Projekt aber trotzdem viel Spaß gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht. Man braucht richtig viel Baumaterial. Wir haben halt einen Wald genommen, wo richtig viel Totholz schon rumlag, sonst braucht man da richtig lange für.
Also auch unsere Empfehlung, sucht euch wirklich einen Ort, wenn ihr sowas nachbauen wollt, wo das Totholz vorhanden ist. Ja. Was würden wir das nächste Mal anders machen, Andi? Würden wir was anders machen? Also theoretisch kann man das Trapperbett halt noch eine Aststärke höher bauen. Hauptsache man ist mal vom Boden weg, das sind wir ja. Also wir haben auch extra, weil wir ja zu zweit sind und weil wir relativ schnell bauen wollten, haben wir das auch für zwei Personen gemacht. Bringt ja sonst nichts. Richtig. Wir passen auf jeden Fall von der Breite rein. Am besten ist, man legt sich halt... versetzt hin, also genau. Kopf an Fuß. Ja. Aber trotzdem, fürs erste Mal so ein Ding in der Form eigentlich ganz okay. Ja. Ich bin zufrieden. Es sieht halt relativ cool aus, finde ich. Deswegen hat es auch so Spaß gemacht zu bauen, ja. Wieder so ein Bauwerk, ja. Cool, coole Sache. Auf jeden Fall mal nachbauen. Schickt uns Bilder. Haut mal ein paar Ideen in die Kommentare und vielleicht können wir die beim nächsten Mal realisieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert unseren Kanal. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tinky Winky. Taschen, Leute. Taschen. Heute haben wir uns vorge... Dipsy.